Jedes Mal, wenn ich ein Leben verliere, spielen wir ein anderes GTA-Spiel. Wir starten mit GTA 5 und jedes Mal, wenn wir ein Leben verlieren, springen wir zu einem anderen GTA-Teil. Unsere Mission wird es sein, 5 Sterne bzw. 6 Sterne zu erreichen und mindestens 3 Minuten lang zu überleben ab dem ersten Schuss. Für jedes Spiel, wo wir diese Challenge schaffen, bekommt ihr eine 10-Euro-Gutscheinkarte, egal ob es PSN oder Amazon ist. Lasst dazu ein Like da, abonniert den Kanal und kommentiert, dass ihr gewinnen wollt. Und vielleicht habt ihr Glück und gewinnt unter diesem Video eine Amazon- oder PSN-Karte. Wir sind hier, Leute, erstmal ganz entspannt in GTA 5 unterwegs und ich würde sagen, wir machen das Ganze, Leute. Versuchen erstmal ein bisschen Sterne zu kriegen. Alles klar, Leute. Ich brauche maximal 5 Sterne und der Timer läuft schon bereits. Wir müssen 3 Minuten lang überleben. Okay, also ich habe bisher immer noch keinen einzigen Stern bekommen. Weißt du was? Wir kürzen das Ganze mal ein bisschen ab. Wir nehmen einfach mal hier das. So, komm schon. Wir brauchen 5 Sterne. So, kriege ich jetzt schon Sterne? Oh, wir haben den ersten Stern bekommen. Nice. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich überleben. So, wo ist die Polizei? Ich werde euch fertig machen. So, Kollege. Oh Gott, Alter. Bloß nicht von der Explosion treffen lassen. Da ist Polizei. Ja, nice. Und nimm das, Leute. Ja, ich versuche mir vielleicht ein Auto von denen zu holen. Okay, nimm das, Leute. Let's go. 3 Sterne schon bekommen. Nice. So, wir bauen uns hier eine Base auf. Ich versuche mich hier ein bisschen zu schützen von dem Panto. Und jetzt bekommt ihr so richtig hier. Zack, Alter. Let's go. Nehmt das. Und das. Kommt schon. Maximaler Schaden. 3 Sterne sind es immer noch. Okay, wann kriege ich denn die 4 Sterne? Leute, gib mir 4 Sterne. Oh mein Gott, der Helikopter da oben, der triggert mich ein bisschen. Treffe ich ihn? Ah. Ja, wir haben 4 Sterne. Oh Gott, die haben jetzt 2 Helikopter. Na los. Okay, komm schon. Oh, ich darf nicht draufgehen, Leute. Ich muss auf meine Lebensleiste achten. Bitte, 5 Sterne müssen wir schaffen. Oh, oh, das werden immer mehr. Es werden immer mehr. Es werden immer mehr, Leute. Hilfe. Nein, treff ihn. Na los. Treff ihn. Ja, sehr gut, sehr gut. Oh, nein, nein, nein. Sie kommen von allen Seiten, Leute. Nein. Nein, 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 nein. Heil dich, Alter, heil dich. Oh Gott. Kriegen wir die 5 Sterne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sieht nicht gut aus. Nein. Nein, das Militär ist da. Oh Gott. Nein! Okay, auf geht's zu GTA 4. By the way, ihr könnt hier auf der Seite übrigens sehen, wie lange wir überlebt haben und ob wir es geschafft haben, die 5 Sterne oder 6 Sterne zu erreichen. Bei GTA 5 haben wir es leider nicht geschafft. Let's go! Wir starten jetzt mit GTA 4. Legendär, dieses Spiel. Okay, wir gehen in das ganz normale GTA 4 rein und da versuchen wir auch 3 Minuten zu überleben und 6 Sterne zu erreichen. Oh mein Gott, Alter. Dieses Intro ist so eine Legende. Wenn ihr noch GTA 4 gespielt habt, ey Leute, was ist euer Lieblingsteil? Ich muss sagen, von der Story her auf jeden Fall GTA 4. Ey, und da sind wir auch schon. Nico Bellic. Alter, yo, das ist unser Apartment, was wir haben, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Und es sieht sehr... Ich würde sagen, eigentlich sieht es ganz okay aus. Dafür, dass wir in Liberty City sind. Okay, wie schaffen wir es am schnellsten, 6 Sterne in Liberty City zu erreichen? Wow, coole Limo, ey. So, ich glaube, wir schießen einfach mal rum. So, bam, bam, bam. Oh, ja, yo, was? Wir haben schon 2 Sterne bekommen. Wahrscheinlich, weil die Polizei direkt da in der Nähe ist. Oh mein Gott, die ist direkt mit dem Streifenwagen da. So, nehmt das, Leute. 3 Sterne. Ey, das geht ja übelst schnell. Wir müssen nur gucken, dass wir überhaupt über die 3-Minuten-Grenze kommen. Oh mein Gott. Come on. Ah, komm, hier. Wie wär's mit einer kleinen Granate als Auffrischung? Und? Explodiert die gut? Wir werden mal sehen. Oh, yo, Alter. Die Explosion und die Physik in diesem Spiel sind deutlich besser als in GTA 4. Ich muss sagen, das Spiel ist ein bisschen blass, muss man tatsächlich sagen. Okay, ich habe, glaube ich, echt mir ein großes Problem. Oh, yo, bloß nicht. Bloß überleben, Alter. Bloß überleben. Ey, die haben viel mehr Leben als sonst. Okay, sind 4 Sterne. Wir haben schon 4 Sterne, Leute. What the hell? Alter. Wie schnell geht das denn? Nimm Raketenwerfer und bam! Zerstört. Der war voll daneben. Komm schon! Auf! Ey, yo! Oh! Wir haben ihn kaputt gemacht. Okay, nice. Weiter geht's, Leute. Auf die Lebensleiste achten. 4 Sterne, wie gesagt. Das ist schon ziemlich krass. Ich meine, GTA 4 ist eigentlich ein relativ schweres Spiel. Verglichen mit GTA 5. Oh mein Gott, es sind zu viele Leute. Rein in den Wagen, rein in den Wagen. Fahr, Nico, fahr, fahr, fahr. Wir haben 6 Sterne. Oh mein Gott, wir haben 6 Sterne. Wie haben wir das denn bekommen? Yo, Mr. Officer, wie haben wir denn bitte jetzt 6 Sterne so schnell bekommen? Okay, wir müssen nur noch über die Zeit gehen, Leute. Wir müssen es nur noch schaffen, 3 Minuten insgesamt zu überleben.
geben. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Wir fahren jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen durch Liberty City. Und yo, Alter, ich freue mich, Leute. Ich bin bald persönlich wirklich in Real Life in Liberty City. Wenn ihr einen Vlog dazu haben wollt, wo ich die verschiedenen Orte von Liberty City mit GTA 5, also mit New York zu Liberty City vergleiche, wie zum Beispiel den Times Square, dann, Leute, schreibt es in die Kommentare und vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Ich glaube, die erste PSN-Karte wird auf jeden Fall verlost. Wir müssen nicht mehr lange überleben. Ich glaube, wir sind bald schon über den 3 Minuten. Ja, wir fahren hier ein kleines bisschen rum, schauen uns ein bisschen den Times Square an. Währenddessen 6-Sterne-Verfolgungsjagd. Meint ihr, wir schaffen es sogar vielleicht, den 6 Sternen sogar zu entkommen? Okay, wir machen einen Deal. Wenn ich es schaffe, den 6 Sternen auch noch zu entkommen, dann verlose ich nochmal 10 Euro Amazon- oder PSN-Karte. Oh, aber die Autos, die fahren sich so träge. Oh. Kollege, komm schon, Nico. Oh nein, ich habe einen Plattfuß. Ich habe einen Plattfuß. Egal, wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Let's go. Hier rechts unter die Brücke. Okay, jetzt macht mir die Polizei es wirklich schwierig zu entkommen. Oh mein Gott, das Auto brennt! Das Auto brennt! Nein, es explodiert gleich, oder? Nein, steh auf, Nico! Steh auf! Nicht, wo läufst du hin? Bruder, nicht da lang! Nein! Nee! Oh mein Gott, die Steuerung! Warum steigst du denn? Nein! Oh Mann, ey! Warum ist denn die Steuerung von dem Spiel so blöd? Nico! Das heißt, Freunde, ey, wir haben die Challenge geschafft und so lange haben wir überlebt. Und, yo, die 6 Sterne haben wir easy bekommen. Auf geht's zum nächsten GTA. Okay, Freunde, jetzt kommt eins der legendären Teile. Und zwar kennt ihr es alle. Es ist GTA San Andreas! Oh boy, Alter! Darauf freue ich mich. Let's go, CJ. Gut siehst du aus. Ich nehme mir, by the way, dazu die Definitive Edition von dem Spiel, weil ich die eigentlich angenehmer zum Spielen und zum Installieren finde, weil die normale Version, die läuft nicht auf meinen Windows. Okay, und das Spiel sieht gar nicht so schlecht aus. So, wie kriege ich 6 Sterne jetzt zusammen, ohne das Ganze zu verlieren? Ich meine, 10 Euro verlose ich bereits. So, ah, bam, bam, nimm das und zack und, ah, nicht abhauen, ey. Bam, bam, nimm das. Yo, was? Was? Die wehrt sich? Hey, yo. Okay, so machen wir das also. Na gut, zack. Wie kommt hier mit ID-Zug der Frauenschläger? Nein, 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 nein. Nur ein Videospiel, okay? Ich glaube, ich fahre einfach über ein paar Leute. Oh, das war ein Polizist. Nice, das heißt, er hat eine Pistole. 1 Stern haben wir schon mal. So, was machst du für Probleme, Bruder, da? Der fährt die ganze Zeit im Kreis. Bam, alle weg mit euch. Drecks Grove Street. Hey, wer ist das hinter mir? Hallo, hey. Oh mein Gott. Wer jagt mich da? Hilfe, ich bin verfolgt von irgendeinem wahnsinnigen Typen da hinten. Vorsicht, der ist viel schneller als ich. Ey, das ist aber nicht die Polizei. Haha, du bist hinter festgesteckt. Jetzt mit Vollgas die Vagos noch mitnehmen. Oh, der kam böse. Den Rentner auch noch Leute wegnehmen. Auf Wiedersehen. 2 Sterne, cool. Ich glaube, so kriegen wir gut Sterne. Und da ist die Motorradpolizei. Oh, oh, jo, da ist auch schon der Nächste. Okay, ihr wollt Stress? Ihr kriegt Stress. Hier. Nehmt das, Leute. Hier. Nehmt den Stress. Oh Gott. Okay. Oh, bam, bam. Okay. 2 Sterne haben wir schon mal. Gut, gut. Weitermachen. Einfach weitermachen. Yes, 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 yes. Oh, oh. Ich treffe nicht. Ich treffe ihn nicht. Let's go. Wow. Was hier passiert? Es brennt. Nein. Grove Street. Ich hatte nicht mal Zeit gehabt zum Reacten. Okay, auf geht's, Leute, zum nächsten GTA. Let's go, Freunde. Und damit gehen wir zum nächsten Teil. Und zwar ist es GTA Vice City. Ich habe das Spiel, ehrlich gesagt, sogar durchgespielt auf dem PC. Und deswegen würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall auf einem Speicherstand weiter, wo ich das Spiel sogar zu 100% durchgespielt habe. Und das Lustige ist, man kriegt dieses T-Shirt, wenn ihr es auf 100% spielt. Ich habe GTA Vice City komplettiert und alles, was ich bekommen habe, ist dieses lausige T-Shirt. Das ist die Belohnung, die ihr kriegt für 100%. Und yo, das ist meine dicke XXL-Mansion. Eine viel größere Mansion, als ihr sie in jedem anderen GTA-Teil vorstellen könnt. Und wir werden diese Mansion heute verteidigen. Wir werden unser Business aufbauen und ich versuche erstmal die 6 Sterne zu kriegen. Von diesen ganzen Definitive Editions finde ich, ist es eigentlich auch sogar die schönste Version, wegen der ganzen Natur. Aber wir machen hier erstmal ordentlich Ärger. So, ihr wollt Stress machen? Ich habe nämlich alle Waffen. Nehmt das! Yeah! Komm, machen wir noch ein bisschen anderes Chaos hier. Ja, das Auto wird gleich explodieren. Oh Gott, oh Gott, okay, oh mein Gott. Yo, okay, das war... Hey, wo kommen Sie denn her? Wo kommen Sie? Oh, nein, bloß nicht treffen lassen.
Bloß nicht treffen lassen. Okay, 2 Sterne haben wir schon mal. Einfach weitermachen, Freunde. 3 Minuten überleben. Was kann da so schwer dran sein? Oh, joi. Oh, was? Wir haben schon 3 Sterne. Oh, Mann. Leute, es ist das absolute Chaos. Oh, oh. Officer, ich hoffe, es ist alles gut. Oh, yo, was? Ich habe eine Minigun sogar in dem Spiel. Oh, mein Gott. Das ist ein Game Changer. Leute, das ist definitiv ein Game Changer. Oh, ich habe den Helikopter zerstört. Ich glaube, der explodiert jetzt jeden Moment. Yo! Okay, 4 Sterne. Jetzt sind keine Scherze. Leute, jetzt ist Schluss mit Scherzen. Alter. Ich erinnere mich an meine Zeit als kleines Kind, Freunde, wo ich dieses Spiel gespielt habe. Und da habe ich in dieser Mansion einfach versucht, 6 Sterne zu erreichen. Das heißt, ich kenne dieses Spiel in- und auswendig. 5 Sterne haben wir schon mal. Wer schießt denn auf mich hier? Wo kommt das her? Irgendwo. Oh, da ist jemand. Na gut, dann hier. Nimm das. Und das, Alter. Bam. Oh mein Gott, hier sind so viele plötzlich gekommen. Ihr kriegt meine Base nicht. Yo, man hat diesem Spiel sogar einfach eine Kettensäge. Was? Oh, oh, Vorsicht. Alter, ihr holt mich nicht. Ich habe noch keine 6 Sterne erreicht. Ihr holt mich nicht. Wo sind meine 6 Sterne? So. Okay, Leute. Ja, wir haben 6 Sterne bekommen. Let's go. Wir haben die 6 Sterne bekommen. Und das ist doch mal krass. So. Jetzt versuchen wir mal abzuhauen. Oh mein Gott, die kommen mit Panzern. Die kommen mit Panzern hierher. Ey, kann ich den einsteigen? Oh oh, Militär. Kann ich den Panzer haben? Ich glaube schon, Leute. Yes. Ja, ich habe meinen eigenen Panzer. Ihr kriegt mich nie. Oh, yo, die kommen mit 3 Panzern. Was geht denn hier ab auf einmal? Das ist hier World of Tanks geworden auf einmal. Der Panzer scheint von dem richtig viel Damage zu kassieren, aber irgendwie geht der nicht kaputt. Oha. Ich glaub, oh, yo. Oh mein Gott, ich habe das total vergessen, Leute. In dem Spiel, wenn du mit einem Panzer gegen ein Auto fährst, es explodiert instant. Außer das Militärfahrzeug. Aber es explodiert jedes Auto, das du mit dem Panzer berührst. Was ein Chaos hier. Warte, kann ich den Helikopter treffen? Nein, es klappt nicht. Helikopter kriege ich leider nicht. Ich glaube, die haben mich umzingelt. Ich verteidige die Base. Ihr kriegt mich niemals. Niemand von euch. Egal. 10 Euro PSN-Karte ist safe. Das heißt, wir sind schon mal bei 20 angekommen. Okay, weg von einem der schönsten GTA-Teile zu einem der hässlichsten GTA-Teile. GTA 3. Und damit, Freunde, sind wir jetzt zu GTA 3. Ich muss sagen, die Musik ist eigentlich auch in diesem Spiel echt nicht schlecht. Die ist ganz okay. Freunde, ich muss euch ganz ehrlich etwas sagen zu diesem Spiel. GTA 3 ist mein absolutes Hassspiel. Und es hat auch einen Grund. Dieses Spiel ist eins der schwierigsten Spiele. Es ist auch das erste 3D-GTA, das jemals rauskam. Und jetzt in der Definitive Edition, muss ich sagen, ist es echt schön geworden. Aber ja, wir rüsten uns mal aus mit allem Möglichen, was wir hier kriegen können. Wir können sogar die ganzen 6 Sterne auflösen, indem wir das hier aufsammeln. Und wow, Alter, was sind das für coole Fahrzeuge, die wir haben? Let's go, rein da. Oha, der Yakuza-Stinger ist das. Gut, wir suchen uns einen Spot und dann beginnt gleich der Timer, Leute. Ich glaube, das ist der schlechteste Ort, wo wir spielen können. Denn ich weiß, wir können nicht schwimmen in diesem Teil. Aber egal, wir haben viele Waffen, wir können uns gut ausrüsten. Oh mein Gott, es gibt einen Flammenwerfer in dem Teil. Oh, yo. Okay, das hatte ich eigentlich nicht geplant. Alter, wie geil ist das denn, Leute? Wir können hier mit dem Flammenwerfer alles verbrennen, was wir wollen. Yeah! Können wir uns selber auch verbrennen? Ich glaube nicht. Oh doch, 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 ich nehme selber Damage. Ich brenne. Oh, oh, bitte nicht ins Wasser. Oh, oh, da hinten ist ein Officer. Officer, so, das haben sie davon. 2 Sterne haben wir jetzt, cool. Ich glaube, das wird nicht leicht werden. Aber wenn ich so viel Chaos wie möglich mache, vielleicht kriegen wir das hin. Wir haben Raketenwerfer. Bam! 3 Sterne! Yeah! Zack! Und das, nimmt das. Oh mein Gott, wir haben jetzt schon 4 Sterne, Leute. Wie sollen wir das gleich noch überstehen? Dieses Spiel ist geisteskrank schwer auf 4 Sternen. Okay, weißt du was? Ich fahre mein Auto. Ich steige mein Auto ein. Let's go. Auf geht's. Yeah, wir fahren weg. Wir hauen erstmal ab, Leute. Versuchen uns einen anderen Spot zu suchen, wo wir ein bisschen sicherer sind. Was fällt mir dazu ein? Ich glaube, wir fahren... Nein, da ist das Wasser. Da ist Wasser. Das ist ganz gefährlich. Yo, die sind ins Wasser gesprungen. Die sind ja geisteskrank. Die geben wirklich ihr Leben, um die Bürger von Liberty City hier zu schützen. Okay, yo, was ist das hier? Warum greift mich plötzlich jeder an? Nicht jeder von denen ist ein Polizist. Okay, wir
wie komme ich jetzt hier auf die Seite nach links? Ich glaube, ich muss... Oh, oh, hier lang fahren. Da ist eine Straßensperre. Oh, yo! Hey, sorry, alter Opa. Es tut mir leid. Ist der Helikopter da gerade in den Tunnel? Ich weiß nicht, wie es... Oh, nein, nein. Feuer, 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 Feuer. Boom! Nimmt das. Oh, oh, nein. Leute, das ist kritisch. Das ist kritisch. Zack. Yes. Nehmt das. Wir haben 5 Sterne. 5 Sterne haben wir, Leute. 5 Sterne. Das ist krass. Oh nein. Ey, nein, 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 nein. Das ist FBI. Hier, take this. Ich habe mich selbst erledigt. Der Helikopter war zu nah. Nein. Oh Gott, nein. Ah, das heißt, wir sind bisher, Leute, erst bei 20 Euro, weil wir es in 2 Spielen erst geschafft haben, 6 Sterne und 3 Minuten zu überleben. Okay, Leute, wundert euch jetzt nicht, was passiert. Ich habe versucht, GTA 2 zu installieren. Es ist, wundert euch wirklich nicht, es ist ein Chaos. Dieses Spiel ist ein absolutes Chaos und ich werde euch zeigen, warum. Denn das Spiel, das ist so schlecht, dass es selbst gratis ist. Ihr könnt es gratis spielen. Leute, willkommen zurück zu GTA 2 und ihr könnt sehen, wie schlecht dieses Spiel ist. Aber ey, es hat immerhin so Real-Life-Bildern und es hat auch Musik, yo. Okay, wir versuchen jetzt unsere Spiele auszusuchen. Wir haben hier Play Area 1, Player 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ich nehme einfach irgendwas. Let's go. Okay, Leute, ihr seht, das Spiel laggt des Todes und es ist in der Vogelperspektive und wir schießen jetzt auf, sind das so Gefängnisse? Ich glaube, das sind Gefangene oder so. Zack, wir machen euch alle fertig. Wie viele Sterne habe ich denn im Spiel? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich denke mal, wir haben 6 Sterne. Sagen wir mal, wir haben 6 Sterne. Jetzt müssen wir nur 3 Minuten überleben, Leute. Let's go. Come on. Yes, wir sind ganz gut. Wir sind ganz gut. Yes. Oh, sogar einen Flammenwerfer haben wir. Nice. Den gibt es auch in diesem Spiel. Und das spielt irgendwie so in einem Jahr 2012 in der Zukunft. Es ist ein sehr, sehr weirdes Spiel. Yo. Der Typ hat einen Elektroschocker. Was? Okay, Leute, wie lange haben wir in dem Teil überlebt? Ja, das sieht nicht gut aus. Aber in den anderen Teilen waren wir deutlich besser dran. Und jetzt kommen wir zu GTA 1. Oh mein Gott, das ist GTA? Yo, das Spiel sieht so... Oh mein Gott, ist das laut. Okay, ich lasse mal die Lautstärke auf dem hier. Okay, dann suchen wir mal ein Spiel. Warte, ich stelle noch was ein. So, und dann haben wir Travis, Baba, Troy. Ja, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Komm, wir nehmen Troy. Und wir gehen nach Liberty City. Gangster Bang. Okay. Let's go mit dem Spiel. Okay, wir sind jetzt hier, Leute. Und, okay. Alles klar. Ich. Leute, dieses Spiel ist quasi die schlechte Version von GTA 2. Aber. Ja, es ist, ich krieg davon Motion Sickness irgendwie. Es ruckelt ohne Ende. Aber ey, ihr kriegt sogar Punkte fürs Crashen. Okay, dann nehmen wir mal den ersten Auftrag an. Crazy Jimmy dumped in the Northeast. Find it before the cops do or die. Okay, alles klar. Ich fahre den jetzt einfach mal rüber. Wir probieren jetzt mal, Leute. Ich weiß gar nicht mal, ob man in diesem GTA-Teil überhaupt Sterne sammeln kann. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Es ist ein super verwirrendes Spiel und die Steuerung ist richtig lahm. Wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum dieses Spiel gratis ist. Aber ja, wir sind am Ort angekommen. Rein da in das Auto. Den Wagen bringen wir jetzt zu West Park. Und wo ist der West Park bitte? Links. Okay, wir fahren da lang. Ich glaube hier... Warte, dieser Pfeil... Was ist denn das für ein Navigationssystem? Ey, wo führt mich das hin? Ich versuche mal rechts zu fahren. Hä? Wo ist das Teil? Ach, da! Ich glaube, da müssen wir in die Garage. Wait for the garage da to open. Und dann haben wir die erste Mission geschafft, oder? Jo. Yo, Machine Gun. Geil. Alter, ich bin, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel klappt. Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Aber ich mache einfach was. Ich mache einfach was. Ich fahre dahin, fahre dahin. Ja, so, liebe Kinder, hat dieses Spiel angefangen. So hat GTA angefangen. Und, ich habe erst ab GTA 3 angefangen, deswegen fragt mich nicht, wie dieses Spiel funktioniert. Ich glaube, das hat mein Vater gespielt, soweit ich weiß. Aber ja, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wie ich Sterne kriegen soll. Ich kann weder jemanden angreifen, noch kann ich irgendwie mit anderen Waffen oder sowas machen. Deswegen an der Stelle, Leute, ich würde sagen, komm, wir haben die Challenge in GTA 1 geschafft, würde ich mal sagen. Okay, Leute, damit würde ich aber an der Stelle sagen, das war's in diesem Video. Ihr wisst, wir haben 30 Euro PSN-Karte, die ich verlosen kann. Was ihr dazu tun müsst, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt, dass ihr gewinnen wollt, einfach in die Kommentare und ich suche mir dann einen glücklichen Gewinner aus den Kommentaren raus. An der Stelle würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.